Heute in der Chronologie der Ereignisse gehen wir nach dem Alphabet vor und so bitte ich als erstes auf die Bühne Cornelia Diewoki. Sie ist geboren in Niederösterreich, lebt in Wien, ist Absolventin des Studienlehrgangs Journalismus und Public Relations. Sie ist Trainerin für Berufsorientierung, Designerin und schreibt Prosa und Lyrik. Und persönlich darf ich sagen, dass sie auch viele Jahre die Aktivitäten und Veranstaltungen im Kunstraum begleitet hat und sowas wie eine Verbündete im Kampf um die Gerechtigkeit gegen das Rechtssystem ist und die Auswüchse des Rechtssystems. Das ist, glaube ich, nicht unwichtig in Zeiten wie diesen auch zu sagen. Bitte, Cornelia Diewoki. Danke an Hubert Dunhofer für die Laudatio. Guten Abend auch von meiner Seite aus. Ich habe für diese Veranstaltung ein Gedicht von mir auserwählt, das sich auf eine Straße bezieht, die sich hier ganz in unmittelbarer Nähe befindet. Ich habe in jungen Jahren in dieser Straße im Büro gearbeitet und ich habe auch eine Zeit lang in dieser Straße gewohnt. Traumhafte Argentinierstraße. Argentinierstraße, dein Flair habe ich stets genossen und dich sogar in meine Träume eingeschlossen. Einst wurdest du Alleegasse genannt und 1921 in Argentinierstraße umbenannt. Nach dem Ersten Weltkrieg herrschte in Wien bittere Hungersnot. Hilfsbereite Menschen aus Argentinien gaben den Wienern großzügig Brot. Du bietest elegante Wohnhäuser mit Büros sowie Geschäften und beherbergst repräsentative Räumlichkeiten für diverse internationale Botschaften. Die Karlskirche und St. Elisabethkirche bieten eine Gelegenheit, den Gläubigen nach Belieben zu bestimmten Öffnungszeiten in Andacht zu beten. Weiters beherbergst du das legendäre ORF-Radiokulturhaus, welches sorgt beim Publikum für Ohrenschmaus. Das Theater Akzent sorgt mitunter für humorvolle Unterhaltung. Und die Grünanlage des Anton-Benja-Parks bietet ausreichende Erholung. Auf deiner Nummer 42 stand einst das Glockenhaus. Durch Andrea Francini wurde der neue Karolinenhof daraus. Francini benannte ihn nach seiner Tochter, als sichtlich stolzer und lobenswerter Vater. Jahrzehnte später hatte hier Herbert Böbel sein Atelier und etablierte somit an dieser Adresse das Künstlermetier. Argentinierstraße, dein Flair habe ich stets genossen und dich sogar in meine Träume eingeschlossen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.